Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. 3 Monate ist es her, das letzte Top 10 Video. Und Leute, ihr kennt das mittlerweile, alle 3 Monate meine Zusammenfassung. Was rauche ich im Moment am meisten? Was sind meine persönlichen 10 Lieblingstabaksorten jetzt im Moment? Ja Leute, damit willkommen zurück. Wie gesagt, heute mein nächstes Video zu meinen aktuellen 10 Lieblingstabaksorten. Die Sorten, die ich im Moment am meisten rauche. Ganz subjektiv, einfach nur, was rauche ich gerade am meisten, was läuft bei mir meistens, wenn ich mir ein Köpfchen anmache. 10 Tabaksorten habe ich rausgesucht und Leute, ihr wisst es, seit dem 20. Mai ist das Minz- und Mentholverbot in Deutschland in Kraft getreten. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Minz- und Mentholtabak mehr und auch noch ein paar andere Inhaltsstoffe wurden verboten. Aber trotzdem kriegt man irgendwie noch hier und da das meiste. Also irgendwie hält sich nicht so jeder dran. Ist ja auch egal, Leute. Ein paar von den Sorten sind auf jeden Fall schon neue Sorten. Hier und da ist vielleicht auch noch eine alte dabei. Aber Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter rum. Wir fangen an mit Platz 10. Und auf Platz 10 ist ein Flavor, den ich noch gar nicht lange daheim habe. Aber seit ich ihn daheim habe, mische ich ihn so unglaublich oft mit in meine Köpfchen. Es ist der Holster Booster. Eigentlich gar kein Flavor an sich. Er riecht zwar ganz leicht nach Eisbonbon und er schmeckt auch ganz, ganz leicht nach Eisbonbon. Aber eigentlich ist es einfach nur die Lösung von Holster, wie wir nach dem Minz- und Mentholverbot immer noch eine Frische in unseren Tabak mit reinbringen können. Also eigentlich eine Sorte, die man nur gemischt rauchen sollte. Ich habe es auch mal im Stream pur geraucht. Schaut an der Stelle an den Stream, Leute. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal dienstags, donnerstags oder sonntags vorbei. Immer ab 20 Uhr sind wir da live. Macht euch eine Pfeife an, schaut vorbei im Stream. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal den Booster pur geraucht und das war eine krasse Krise. Ja? Also würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, den pur zu rauchen, aber zum mit reinmischen auf jeden Fall ein mega, mega geiles Ding. Ist einfach eine krasse, kühle Note und dass sowas legal nach dem Minz und Verbot hinzubekommen, das ist schon echt eine Leistung. Deswegen Props an Holster, ich benutze ihn sehr, sehr gerne. Ich denke, viele von euch werden auch Gefallen dran finden. Vor allem, wenn wir jetzt irgendwie nach und nach immer mehr Sorten haben sollten, die halt keine frische Note mehr mit am Start haben. Auf Platz 9 ist eine Darkside-Sorte. Bei Darkside ist auch ziemlich viel aus dem Sortiment gefallen. 3 Sorten haben sie immer noch am Start. Den Doppelgänger, den Dark Spirit und den Redberry. Und auf meinem Platz 9 ist eben genau der Redberry. Ist einfach eine Johannisbeere, aber einfach unglaublich nice getroffen. Es ist ein sehr saurer Tabak, aber Leute, Johannisbeeren sind auch einfach krass sauer. Deswegen war das eigentlich keine Überraschung. Mein absoluter Lieblingsflavor von Darkside ist der Blackcurrant. Der ist jetzt nicht mit auf der Liste. Warum? A, weil ich ihn selbst sehr, sehr wenig geraucht habe in letzter Zeit. Und B, weil man ihn halt kaum in Deutschland bekommt, beziehungsweise ist der einfach nicht in Deutschland erhältlich. Man müsste sich den irgendwie umständlich aus Russland mit selbst mit rüberbringen oder irgendwie bestellen und verzollen und so. Und das ist bei Tabak immer so eine Sache. Also auf jeden Fall Platz 9 für mich, der Redberry von Darkside. Ein super nicer, rote Johannisbeere-Tabak. Auf Platz 8 haben wir einen alten Bekannten aus den Top 10 Videos. Und zwar meine absolute Lieblingssorte von Mystic. Es ist der Mystic Hera. Ein absolut krasser Bärenmix, der eben nicht nur ein Bärenmix ist, sondern auch noch eine sehr, sehr spezielle und eine leicht herbe Note von der Maulbeere bekommt. Eigentlich eine sehr, sehr verrückte Kombi. Als ich es gehört habe, was drin sein soll, dachte ich mir am Anfang noch so, Digga, ob das schmeckt, ich weiß ja nicht. Aber ist ja auf jeden Fall instant einer meiner Lieblingstabaksorten geworden. Ist auch die Sorte von Mystique, die ich mit Abstand am meisten rauche. Auch die anderen sind nice. Aber der Hera ist einfach ein absolutes Meisterwerk. Es ist wahrscheinlich der krasseste und besonderste Bärenmix, den ich jemals probiert habe. Und einfach ein krasses Ding. Übrigens, Mystic war von Anfang an komplett konform. Also bei Mystic hat sich durch das Minz- und Mentholverbot absolut nichts verändert. Leute, zwischendrin auf jeden Fall nochmal eine kleine Bitte an euch. Ich habe einen Traum, ich habe einen Wunsch, ich habe ein Ziel auf YouTube und das sind die 100.000 Abos. Es würde mich krank freuen, wenn ich irgendwann diesen silbernen Playbutton von YouTube zugeschickt bekomme und den hier hinter mich an die Wand hängen kann. Und deswegen hätte ich eine Bitte an euch und zwar, dass ihr, wenn ihr diese Videos gerne guckt, auch auf jeden Fall unten ein Abo da lasst und die Glocke anmacht, damit ihr keine mehr verpasst und dass wir schnell den 100.000er Milestone erreichen. Es geht im Moment krank vorwärts mit den Abos. Deswegen auf jeden Fall nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Und wenn ihr jetzt noch auf Abonnieren gedrückt habt, dann auch nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Es wäre eine mega krasse Unterstützung und ich würde es einfach hart feiern.
Auf Platz 7 haben wir den ersten und auch den einzigen cremigen Tabak überhaupt auf meiner Liste. Die Leute, die schon länger hier am Start sind, wissen das. Ich rauche eigentlich in der Regel nicht gerne cremigen Tabak. Aber dieser eine hat es mir einfach angetan und ist nach wie vor in meiner Top 10 Liste, der White Cake von Hukain. Bei dem ist es im Moment ein bisschen schwerer dran zu kommen. Ich habe zum Glück noch ein kleines bisschen daheim, aber bald ist auch mein Vorrat aufgebraucht. Das heißt, wenn die nicht langsam hinmachen und mir wieder White Cake liefern können, dann wird er vielleicht aus der nächsten Top 10, was rauche ich am meisten, rausfliegen. Aber im Moment habe ich ihn noch, im Moment genieße ich ihn sehr, sehr gerne. So wenn mal ein Frühstücksköpfchen ansteht oder so, sehr, sehr nices Ding, der White Cake. Ist eigentlich irgendwie Popcorn, Karamell, Pipapo. Für mich schmeckt das eher so leicht, ganz leicht in die Zitronenrichtung und dann einfach so eine geile cremige Note, erinnert fast so ein bisschen an Kuchenteig. Aber auf jeden Fall für mich der einzige cremige Tabak, den ich rauchen kann und den rauche ich auch sehr, sehr gerne. Deswegen auch bei mir in der Top 10. Auf Platz 6 haben wir den Tabak von Barbrus. Und auch der war schon in meiner letzten Top 10 Liste. Das heißt, die Leute, die das Video gesehen haben, werden auf jeden Fall schon wissen, um welchen Tabak es geht. Es geht um den FFM. Früher war er auch bekannt unter dem Namen 069. Ist genau derselbe Tabak, Leute. Er wurde nur umbenannt. Bei dem FFM ist es mittlerweile so, dass man einfach ein kleines Fläschchen mit dazu bekommt. Das kippt man noch über den Tabak und dann ist er wieder ready to smoke. Ja, zieht auch sehr, sehr schnell ein. Also man muss jetzt nicht irgendwie 2 Wochen warten oder sowas. Der ist schon voraromatisiert, also er hat schon eine gewisse Grundfeuchtigkeit. Man kippt die Flasche drüber, man rührt um, wartet ein kleines bisschen, also eine Stunde oder so. Und dann hat sich die Sache, dann kann man den rauchen. Der FFM ist ein Bärenmix mit einer krassen Mentholnote. Also Leute, die nicht auf Minze oder Menthol stehen, werden mit dem auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Ich rauche sehr, sehr gerne mit ordentlich Minze und auch mit ordentlich Menthol am Start. Deswegen wahrscheinlich auch die Einstufung vom Booster bei mir in der Top 10. Aber der FFM auf jeden Fall ein absolutes Brett. Definitiv sehr geiler Tabak, rauche ich sehr, sehr gerne. Auch zum Mischen ultra nice. Deswegen definitiv bei mir Platz 6. Auf Platz Nummer 5 haben wir einen Tabak, von dem ich erst gar nicht erwartet hätte, dass er mir überhaupt schmeckt. Geschweige denn, dass er mir so gut schmeckt, dass er mit in meine Top 10 Liste kommt. Es geht um den Ghetto Cola von Almasiva. Ein Cola-Birne-Tabak. Als ich gehört habe, dass sie Cola und Birne gemischt haben, dachte ich mir so, ob Cola und Birne so krass harmonieren, ich weiß ja nicht. Mittlerweile weiß ich es aber besser, es harmoniert auf jeden Fall mega gut. Schmeckt einfach ultra lecker. Die Cola definitiv im Vordergrund und dann habt ihr noch so eine spritzige, leicht saure Note von der Birne im Hintergrund und einfach eine sehr, sehr nice Kombi, von der ich definitiv nicht erwartet hätte, dass sie mir so gut schmeckt, dass sie auf meinem Platz 5 landet. Auf Platz Nummer 4 haben wir den nächsten Hukain. Und zwar einen relativ neuen. Ich glaube sogar, in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, ist es sogar der neueste Hukain. Und zwar ist es der Center Shock. Ja, der hat bei mir sofort den Green Lean und den Spice Lean vom Platz und aus der Top 10 verbannt. Aber er ist sehr, sehr ähnlich zu den zwei. Ja, deswegen wundert mich das eigentlich nicht. Aber er ist nochmal einen kleinen Ticken saurer. Ich finde ihn nochmal einen kleinen Ticken geiler. Und wenn man da noch so ein kleines bisschen Booster mit dazu packt, einfach ein ultra nicer Tabak. Also wieder ein konformer Tabak, der so wie er ist, schon sehr, sehr nice ist. Aber mit so einem Hauch Booster auf jeden Fall nochmal einen Ticken geiler wird. Für mich auf jeden Fall ein absolutes Brett. Ihr wisst das, Leute, Green Lean und Spice Lean, definitiv meine Favorite-Sorten von Hukain. Und da wundert es mich nicht, dass wenn der Center Shock in dieselbe Richtung geht, und zwar sehr stark in dieselbe Richtung geht, dass der auch direkt noch in meine Top 10 kommt. Platz Nummer 3. Wir kommen in die Top 3, meine drei Lieblingstabaksorten, die es im Moment gibt. Und wir haben wieder einen Almasiva in der Top 3. Und zwar ist es einer, von dem ich definitiv nicht gedacht hätte, dass er überhaupt eine meiner Lieblingssorten wird. Ich weiß, ich habe das bei ein paar Tabaksorten jetzt schon gesagt, aber bei dem stimmt es definitiv. Kleine Backstory, Leute. Wir müssen ungefähr 4 Jahre in die Vergangenheit reisen. Da kam der Kiwi Garden von Alfacher raus. Das waren diese dreieckigen schwarzen Dosen von Alfacher in dieser Special-Aufmachung. Es war auch irgendwie eine Special-Line. Der Kiwi Garden kam raus. Der erste Kiwi-Tabak, der mich krass abgeholt hat. Und ich habe ihn mega gefeiert und ich habe ihn heftig gesuchtet. Und ich habe ihn sogar so sehr gesuchtet, dass ich irgendwann keinen Kiwi-Tabak mehr sehen konnte. Ja? Also egal was für ein Kiwi-Tabak, es ging einfach nicht mehr an mich. Und dann kam der handgemacht und illegal. Ein Kiwi-Tabak, der im Abgang noch eine leichte Ananasnote hat. Und Leute, ich habe mich wieder neu in Kiwi verliebt. Der handgemacht und illegal, absolut nicer Tabak. Ich rauche ihn super, super oft. Als ich die Dose bekommen habe, ich kann euch gar nicht sagen, wie schnell die leer war, aber ich habe ihn praktisch in alles reingemischt. Ich habe ihn auch etliche Male pur geraucht und deswegen einfach so safe, dass der in meine Top 3 musste.
Deswegen Platz 3, handgemacht und illegal von Almasiva. Platz 2, wir kommen zum letzten, bevor die Krone rausgeht, der absolute Favorite von mir. Aber erstmal Platz 2, Leute. Es ist ein weiterer russischer Tabak, diesmal nicht von Darkside, sondern von Must Have. Must Have, eine Burley-Mischung aus 7 verschiedenen Burley-Sorten aus 7 verschiedenen Ländern. Sehr fein geschnitten, sehr feucht, unglaublich aromatisch. Also krass intensive Flavor, die Must Have da am Start hat. Er ist natürlich ein Ticken stärker. Es ist schwarzer Burley-Tabak, so ganz klar. Da ist ein bisschen mehr Nikotin am Start, aber wenn man ihn schön fluffig baut, er ist relativ klebrig, deswegen ist fluffig meistens eher so ein Semi-Dense-Setup. Aber wenn man ihn so fluffig wie es geht baut, mit einem leichten Noppenkontakt und ihm dann genug Hitze gibt, ist er nach dem Anrauchen unglaublich smooth. Und ich glaube, für Leute, die mal einen Dark Blend probieren wollen, der mit am einfachsten zu rauchende Dark Blend. Ja, also wenn ihr mal einen schwarzen Tabak testen wollt, ich würde euch empfehlen, holt euch als erstes einen Must-Have. Ich glaube, das ist noch mit am angenehmsten, ja. Darkside, wenn man sich ein bisschen an das Nikotin gewöhnt hat, auch ohne Probleme rauchbar, auf jeden Fall. Aber ich finde, bei Darkside kickt das Nikotin auf jeden Fall noch einen Ticken mehr als bei dem Must-Have. Aber Leute, mein Platz Nummer 2, es gibt viele gute von Must-Have, aber der, der es bei mir immer wieder in die Top-Rankings schafft, ist der Lime. Einfach eine unglaublich geile Limette, sehr, sehr leckeres Ding. Pur sehr, sehr gut, aber auch gemischt sehr, sehr gut. Wenn ich Must-Have mische, dann meistens auch nur mit anderen Must-Have-Sorten, relativ selten mit anderen Virginia-Tabaks. Aber Leute, zu krasser Flavor, der Must-Have-Lime, dauerhaft bei mir in der Top-10-Liste. Ich rauche ihn unglaublich gerne, deswegen keine Überraschung. Platz 2 für den Must-Have-Lime. Und damit kommen wir jetzt zu dem finalen Platz. Mein Platz Nummer 1, mein meistgerauchter Tabak, den es so in den letzten 3 Monaten gab. Und es ist nicht nur einer, es sind 2. Also im letzten Top 10 Video war es ja der Holster Grape Mint. Und ich rauche ihn immer noch unglaublich gern und unglaublich oft, aber ich kaufe meinen Tabak halt meistens in Tabakläden und nicht online. Und offline habe ich gerade das Problem, dass mein Laden den Holster nur noch in 200 Gramm Dosen hat, einen anderen Traubenminze, zu dem wir gleich noch kommen, aber in Kilodosen hat und ich es nicht einsehe, 15 Euro mehr zu bezahlen, und deswegen meistens eher die Kilodosen hol, weil, sind wir mal ehrlich, 200 Gramm bei Traube Minze kaufen, das macht keinen Sinn. Zumindest nicht für mich. Deswegen kommen da nur Kilos in Frage und als Kilos bekomme ich gerade nur den Black Nana. Beides sehr, sehr geile Traube Minze Flavor. Der Black Nana eher so eine schwarze, vollmundige Traube mit einer angenehmen Minze dabei. Der Holster eine Mischung aus einer weißen und einer schwarzen Traube, aber definitiv ein bisschen mehr weiße Traube am Start. Also es ist nicht ganz so vollmundig süß, aber trotzdem noch eine sehr, sehr leckere Traube, aber dafür mit einer heftigen Minznote am Start. Also für einen heißen Sommertag würde ich wahrscheinlich lieber den Holster Grape Mint nehmen und allgemein würde ich wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Holster Grape Mint rauchen, aber der Nameless Black Nana, Leute, ist zurück. Die beiden müssen sich aber einfach den Platz 1 teilen. Leute, ich hoffe, mein Top 10 Video hat euch gefallen und ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was ich im Moment so am meisten rauche. Wenn das so sein sollte, gerne ein Abo und einen Daumen nach oben auf das Video da lassen. Schreibt mir gerne eure aktuelle Top 10 unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.